Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca. Vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Bitte, mach es, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rangen, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander! Scheiße. Und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg. Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjägerdivision. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ok, Scaletta. Schalt ihn aus. Traditori! Pensavate di poter... Wir müssen die Balkone säubern, Scaletta! Auf mein Zeichen! Scheiße! Essere zappare prigioniere per macare l'esercito. Corporal? Man sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Okay. Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehr erst aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann. Hammato, ey! Hier ist kein Durchkommen! Das Maschinengewehr hätten wir gefunden. Vorsicht! Wenn du eine Handgranate hast, Scaletta, wäre es jetzt scheiß angebracht, sie zu werfen! Wo ist eine Handgranate? Scheiße!
Skeletta, noch alles dran an dir? Sieht so aus. Dann kriegt er einen Arsch hoch. Wir müssen weiter. Nimm so viel Munition wie möglich. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Auf der Treppe! Da, ihr Spaghetti-Fresser! Ich bin ungut, Kalender. Amerikaner, die Mörder! Mach laut! Sehr gut! Gefangenen haben sie wohl oben. Säubert den zweiten Stock. Skeletta, du gehst voraus. Ich bin hinter dir, Mann. Skeletta, tritt sie ein! Arrenditi, o gli faccio saltare il zecchino! Anscheinend geht's hier entlang. Los! Ah, Scheiße! Viele von den Wichsern gibt's denn noch! Was glaubst du wohl, was ich mache? Nicht quatschen, schießen! Du sollst recht sein. Am Wasser, meine Tote! Keine gute Idee, Mann. Okay. Komm, los, schnell wieder rein! Und steigt er! Rein mit dir, Alter, wir sind recht hier draußen! Avutri fascisti! Arrivano avutri fascisti! Und da, auf dem Balkon, Skeletta. Schnapp es! Da sind noch mehr! Bei der Kirche! Gib's ihnen! Schalt die Lampe aus! Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Uno spetto da fare! Credi davvero, Don Caro? Cacetto. Un congè quando si amareta come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noiazzi del posto. Ci arrendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che dite, eh? Don Calò, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil ihr es seid.
Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Callow. Ohne Scheiß. Don Callow? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiose. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Salute. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel eingefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Da sind wir. Danke, der Rest ist für Sie.
Vito? Komm, Marie, lass ihn doch mitkommen. Ja, dauert auch nicht lang. Nichts da, ihr zwei. Er wird schön hier bleiben. Nur ein lausiges Bierchen. Und das Bein. Das hat er letztes Mal auch gesagt. Und dann kommt er um 3 Uhr morgens. Mom, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedacht, ich dich nie wiedersehe. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito. Hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Oh. Komm her. Ich bin so froh. Setz dich, setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppe di pollo. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che dalla tua bontà stiamo per prendere. Vedine anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, amen. Du musst müde sein, Vito. Ich hab dir ein Bett gemacht. Bis morgen früh. Schlaf gut, mio bambino. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen.